Ich mache jetzt ein Referenzvideo für toxische Metaframes. Werde das einfach auch nur toxisches Metaframing nennen, damit ich es besonders leicht finde und ich es anderen Leuten schicken kann, wenn es notwendig ist. Und dadurch, dass es sehr oft notwendig ist, Leuten das zu erklären, mache ich das hier nochmal. Also folgendes. Toxisches Metaframing ist einer der wichtigsten Werkzeuge, die du jemals lernen wirst, um zu erkennen. Du sollst es nicht selber machen, aber du kannst es bei anderen erkennen und es ist wahnsinnig wichtig. Wir machen mal ein wirklich detailliertes Video dazu jetzt, weil es eben so wichtig ist. Was ist toxisches Metaframing? Woher stammt es und so weiter? Ich glaube, ich habe schon ein Video gemacht darüber, aber ich will das nochmal noch mehr im Detail erzählen, weil das so wichtig ist. Du hast letztendlich zufriedene Menschen im Leben oder unzufriedene Menschen leben. Meine Theorie ist, dass die meisten Menschen eigentlich unzufrieden sind, sie würden es aber selber niemals zugeben oder sind sich sogar unbewusst unzufrieden. Das heißt, damit fängt es an. Also du hast einen unzufriedenen Menschen. Was bedeutet ein unzufriedener Mensch? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einer kann sozusagen selber verursacht sein. Und das nenne ich Libido-Unterdrückung. Ich erkläre das. Libido, damit meine ich das Sakralchakra. Das Sakralchakra, darin geht es um Freude und Sexualität. Das ist das zweite Chakra in deinem Energiehaushalt. Das ist quasi da, wo bei Männern die Prostata ist und der untere Rücken, bei Frauen die Eierstöcke, die Vagina und der untere Rücken. Da geht es um Sexualität und um Freude. Das ist die Frequenz. Es gibt auch bestimmte Kulturen, die das besonders schätzen, diese Formen der Frequenz und Auslebung, zum Beispiel Spanien. Es gibt und Brasilien. Es gibt Kulturen, die es unterdrücken. Es gibt auch eigene Glaubenssätze, die es unterdrücken. Es gibt Dogmen, wie zum Beispiel kirchliche Dogmen, die es unterdrücken. So, wenn du die Sexualität unterdrückst, dann unterdrückst du auch damit deine Freude. Wenn du die Freude unterdrückst, unterdrückst du damit auch die Sexualität. Dein Libido, also das Sakralchakra, regelmäßig unterdrückst, bist du in dir selber unzufrieden. Und dadurch, dass Hierarchie zwischen Menschen auf reiner sexueller Hierarchie basiert ist, auch territoriale Hierarchie ist fast ausschließlich auf sexueller Hierarchie basiert. Du siehst das zum Beispiel bei Löwen, wenn die um ihr Territorium kämpfen. Ein Löwe hat 200, 300 Kilometer an Territorium und wenn da ein anderer rankommt, dann wird gekämpft und der gewinnt, hat am Schluss alle Frauen. Bei den Löwen. Und das ist bei Menschen auch so, nur sind wir uns dessen wahnsinnig wenig bewusst, aber weil wir haben es auch abstrahiert in vielen Formen. Zum Beispiel, du bist in einem Büro drinnen und anstatt, dass du irgendwie territoriales Integrität halten kannst, das geht ja nicht in zum Beispiel ein Großraumbüro, fängst du halt über andere Leute an, schlecht zu reden. Und das ist sogenanntes toxisches Metaframing. Toxisches Metaframing ist eine Form von du bist selber unzufrieden, dein Libido ist unterdrückt oder von außen oder von dir selber, meistens von dir selber. Das gilt nebenbei für Männer und Frauen genauso. Nur zeigen sie toxische Metaframes anders. Und wenn du jetzt unzufrieden bist, dann wirst du andere Menschen versuchen runterzudrücken, um deine sexuelle Hierarchie zu reetablieren. Das Problem ist, dass es oft so abstrahiert ist, dass es fast gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Zum Beispiel, wenn junge Männer in mein YouTube kommen oder, weil das meiste Testosteron eines Mannes hat er zwischen 14 und 15. Ab 30 fängt es dann an, immer weiter zu fallen, aber mit 14, 15 hat das meiste Testosteron. Das heißt, die Jungs spielen das größte sexuelle Hierarchiespiel, sage ich mal so von allen, so von 15 bis 25. Und wenn zum Beispiel, ich kriege sehr, sehr viele immer Hater-Kommentare von jungen Männern,
weil sie denken, dass sie, indem sie mich, sie sind ja selber Libido unterdrückt, sie leben zu Hause, können nicht so masturbieren, wie sie wollen können, haben nicht den Eier in der Hose, Frauen nachzugehen und solche Sachen. Speziell in der heutigen Gesellschaft sind ja sehr viele Männer Libido unterdrückt. Und dadurch finden sie die leichteste Form, jemanden sexuell hierarchisch zu unterdrücken und sein Territorium sozusagen zu wahren, finden sie als übers Internet, indem sie halt sogenannte Keyboard Warriors sind und dann halt im Internet irgendwie abdrücken, dass andere irgendwie Männer scheiße sind oder der YouTuber ist doof oder was auch immer. Es ist eine rein instinktive biologische Reaktion, macht aber logisch überhaupt keinen Sinn, weil die Person wird sich ja dadurch nicht besser fühlen und wird auch keine sexuellen oder territorialen irgendwie Vorteile daraus ziehen. Es ist einfach nur eine Art Knee-Jerk-Reaction, eine Art Impuls, der einfach aus dem biologischen Bedarf besteht, sich fortpflanzen zu wollen. So, und wenn jetzt du unzufrieden bist zum Beispiel oder jemand unzufrieden ist, konstant und andere anfängt, toxisch zu Metaframe, also dieses sexuell hierarchische Rind runterzudrücken, dann entsteht ein Täter-Opfer-Prinzip und eine Dynamik. Und dieses Täter-Opfer-Dynamik kann auch in Gaslighting und dann Narzissmus reingehen. Und du erkennst toxisches Metaframing, indem es letztendlich immer um die Libido-Unterdrückung eines anderen geht, der selber versucht zum Beispiel seiner Freiheit, seiner Freude, seiner Sexualität zu folgen. Ein einfaches Beispiel ist, nebenbei, jetzt muss ich was ganz klar sagen, ein toxisches Metaframe ist nur dann relevant, wenn es für dich, wenn du dadurch gesundheitlichen, psychischen Schaden nehmen würdest. Ansonsten spielt es keine Rolle. Das heißt, ich rede jetzt so ein bisschen durcheinander, das wird am Schluss alles zusammenkommen, wenn du zuhörst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist eine Frau und du bist mit einem Mann zusammen und der Mann gaslightet dich und sagt dir ständig so, was mit dir falsch ist oder was du nicht richtig machst. Woher stammt das? Weil er sein Libido unterdrückt und nicht machen kann oder nämlich machen will aus, er hat sich aus gesellschaftlichen Gründen, Zwängen, quasi hält er sich an bestimmte Regeln, aber eigentlich ist er unzufrieden. Zum Beispiel, er würde gerne 10 verschiedene Frauen ficken, so, jetzt sage ich mal ganz banal, vulgär, und ist aber mit dir zusammen und jetzt ist er in dem Konflikt, geht er dir fremd, geht er dir nicht fremd, wird anfangen, dann fängt er an, unzufrieden zu werden. Vielleicht ist er sich selber dieser Dynamik nicht mal so richtig bewusst und fängt an, an dir rumzumotzen. Ja? Und du nimmst den Schaden, weil du das Opfer bist. Das Gleiche kann aber auch andersrum passieren, muss man natürlich erkennen. Zum Beispiel Johnny Depp mit Amber Heard, wenn man sagt, okay, sie war der Täter, dann sie war im Endeffekt unzufrieden, weil er so freizügig sich um die Welt gezogen ist und sie war in sich, vielleicht auch aus Traumagründen, Libido unterdrückt und hat ihn dann quasi angefangen zu gaslighten und kaputt zu machen. Gut, das ist ein sehr kompliziertes Thema mit ihm, aber nehmen wir vielleicht was anderes. So, und ich bin ein bisschen müde, aber ich möchte dieses Video machen, weil ich möchte das dann immer wieder posten können. So, und wenn jetzt zum Beispiel, wenn du allgemein sagst, Deutschland ist scheiße, zum Beispiel, das ist kein toxisches Metaframe. Auch wenn du sagen würdest, Deutsche sind scheiße, das ist kein toxisches Metaframe. Ein toxisches Metaframe muss immer 1:1 sein und persönlich. Das heißt, du bist in einer Beziehung mit jemand, du arbeitest für jemand, du bist befreundet mit jemand, du triffst jemanden auf der Straße, du redest mit jemandem über Telegram. Es sind immer so direkte Beziehungen zueinander, weil die Person, die toxisch Metaframe, möchte dir schaden. Und ganz wichtig auch zu erkennen ist, toxische Metaframes sind eigentlich ein Indikator dafür, dass gar keine Beziehung existiert. Weil jemand, der dich toxisch metaframed, ist eigentlich gar nicht an deinem Wohle interessiert, sozusagen. Oftmals ist ein toxisches Metaframe eine Generalisierung, die nie 100% stimmen kann,
Und sie ist eine Form von ein bisschen so wie eine Verarsche. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, du bist dumm, du kannst nicht 100% immer dumm sein. Vielleicht wirst du einmal dumm in 100 Entscheidungen oder sowas, aber du kannst nicht immer dumm sein. Das heißt, dieses dich runterdrücken und sagen, du bist dumm, ist eine Form von toxischem Metaframe. Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ein Fakt ist nebenbei kein toxisch Metaframe. Wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, du bist fett und du bist wirklich richtig fett, dann ist es kein toxisches Metaframe. Wenn ich aber sagen würde, du wirst es nie schaffen abzunehmen, dann ist es ein toxisches Metaframe, weil es ist eine Generalisierung, die nie 100% stimmen kann. Und es ist nur dazu da, wieder um dich runterzudrücken. Und guck immer, was die Motivation ist. Wenn es um eine sexuell hierarchische Motivation gibt, weil die Person unzufrieden ist und den anderen runterdrücken will, nebenbei, es geht auch von Frau zu Frau und Mann zu Mann innerhalb von Familien, überall gibt es toxische Metaframes. Und wenn du die schnell erkennst, gehst du Narzissten aus dem Weg und ich bin wirklich krass müde, merke ich. Und du gehst ja, toxischen Menschen einfach generell aus dem Weg. Ich muss dazu sagen, die meisten Menschen sind toxische Metaframer. Über 50% der Menschen sind toxische Metaframer, weil sie in sich eigentlich in dieser Gesellschaft unzufrieden sind. Wenn ich jetzt über einen YouTuber rede, dann sage ich meistens nur Fakten aus zwar subjektiver Sicht, aber ich habe dann sehr gutes Gespür dafür. Das heißt, wenn ich sage zum Beispiel, diese Person sagt, sie ist spirituell, aber sie ist nicht spirituell, so wie ich es sehe, und ich kommuniziere das und sage so, naja, ich habe das Video jetzt nicht für sehr spirituell gehalten oder so, dann ist es kein toxisches Metaframe. Ein toxisches Metaframe wäre, wenn ich direkt mit der Person rede, eins zu eins, am Telefon, ich sage, du wirst niemals erwachen, zum Beispiel. Das ist ein toxisches Metaframe. So, und was jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, unter meinen Kommentaren antwortet zum Beispiel, dieses Urteilen, was du über die YouTuber machst, ist nicht sehr spirituell. Das ist auch ein toxisches Metaframe, weil es erstens zu mir direkt gepostet wurde, also unter meinem Video direkt zu mir, dass ich das lese und nicht irgendwo im Äther da draußen, wo ich wahrscheinlich niemals rausfinde, dass das existiert. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist eine Generalisierung, die niemals 100% wieder stimmen kann. Also ein toxisches Metaframe ist nicht relevant, wenn es nicht eins zu eins ist. Also ist nicht relevant, wenn es nicht eins zu eins ist, genau. Also es muss ein direkter Kontakt da sein. Ob das jetzt ein Kommentar unter meinem Video ist, dass ich das lese, zum Beispiel. So, und oftmals kommt da so das Argument, dann so, wenn ich jemanden rauspicke und sage, du machst toxisches Metaframe, dann der toxische Metaframer, der Täter, dreht das auf einen immer um. Der sagt, ja, du machst das ja auch oder irgend sowas. Es gibt prinzipiell, kannst du zurück toxisch Metaframen, das bringt nicht so viel, wenn dich jemand toxisch Metaframet. Besser ist es. Aber es kann schon mal passieren, aber es gibt trotzdem immer einen Täter und ein Opfer. Also es ist nicht so, dass beide zum Täter werden. Es gibt tatsächlich immer einen Täter und ein Opfer. So, und die einfachste Art und Weise, das zu neutralisieren, ist zu erkennen, dass das Gegenteil von toxisch Metaframing Komplimente sind. Ja? Zum Beispiel, das hast du heute super gemacht oder irgend sowas. Also einfache, ehrliche Komplimente sind das Gegenteil von toxischen Metaframes. Damit kannst du eine Beziehung gut führen. Wenn du toxisch anfängst, wenn du deine Partner anfängst zu toxisch Metaframen, weißt du es, da geht was richtig schief. So, ich gebe mal ein paar Beispiele von toxisch Metaframes, damit man mich versteht, weil sonst ist es wahrscheinlich zu abstrakt für einige. Es gibt sehr, sehr viele in meinen Kommentaren toxische Metaframes. Und hier eine Jasmin schreibt, bin zufällig auf dieses Video gestoßen und finde die Art, wie sie über dieses Thema sprechen, recht schwierig.
Da hat sie sich fast ein Toxisch Meta-Frame gemacht. Sie hat es halt recht schwierig genannt. Dadurch konnte sie dem ausweichen, dass sie eigentlich ein Toxisch Meta-Frame macht. Da sind sehr viele Verurteilungen drin. Wie können Sie sagen, dass die Frauen zwischen 40 und 65 geht? Ich bin selber erst 25, aber ich finde es schwierig, solche Aussagen zu machen. Was möchten Sie mit dem Video genau bezwecken? Wie ich in Ihrer Beschreibung lesen kann, halten Sie ja sehr viel von sich selbst. Und hier kommt das erste toxische Metaframe. Wie ich in Ihrer Beschreibung lesen kann, halten Sie ja selber von sich selbst. Das ist erstmal so kein toxisches Metaframe in sich. Aber dann sagt sie, hat für mich mit echter Spiritualität und freundlichem Umgang wenig zu tun. Mit dem freundlichen Umgang kann man sagen, okay, das kann man sagen, ist ein Fakt. Das wäre jetzt kein toxischer Metaframe. Aber wo definitiv ein toxischer Metaframe ist, das heißt, dieses ganze Kommentar war eigentlich nur in einen toxischen Metaframe gepackt, um das am Schluss endlich raushauen zu können, hat für mich mit echter Spiritualität nichts zu tun. Das ist eine Generalisierung, man weiß nicht, ob's stimmt oder nicht. Es ist im Endeffekt wiederum nur dazu da, den anderen runterzudrücken. Ich weiß, also die Person, ich weiß, was echte Spiritualität ist, du weißt das nicht. Und das ist wieder so eine Form von Hierarchie. Und das passiert ganz, ganz viel auch in der spirituellen Szene. Andere Formen von toxischen Metaframes. Zum Beispiel, ich finde es immer so schwierig, so einzelne Situationen rauszusuchen, aber so ganz einfach sind, du bist dumm, du schaffst das nie, alles, was du machst, ist falsch, diese Sachen sind immer falsch. Aus dir wird nie was. Ja, es sind einfach nur einige Beispiele. Es gibt unendlich viele Beispiele. Es gibt implizierte, direkte, verbale und nonverbale Metaframes. Warte mal, ich mache das ein bisschen dunkler. Okay, dann kommt gerade das Licht raus. Ein nicht verbales Metaframe, toxisches Metaframe, ist zum Beispiel so dieses, so wenn dich jemand so mustert und dich abwertet vom Hingucken hin, zum Beispiel. Weiteres nicht verbales toxisches Metaframe ist, wenn jemand nicht mehr mit dir spricht oder nicht mit dir spricht. Wenn er zum Beispiel trotzig ist und einfach weggeht und den Kontakt abbricht. Das sind alles Formen von toxischen Metaframes, um quasi die Dominanz über dich auszuüben. Und Narzissten sind darin Experten natürlich. Und der einfachste Weg, daraus auszusteigen, ist komplette physisch Cutten mit dem toxischen Metaframer. Ganz wichtig nochmal, der Ursprung ist immer die Unzufriedenheit aus dem unterdrückten Libido. Und ein Mann oder Frau, der komplett seinem Libido und seiner Freude und seiner Sexualität folgt, ohne diese Restrictions, ohne diese Einschränkungen, die durch die Gesellschaft und so weiter gemacht werden, der wird nie oder fast nie toxisch metaframen. Ein Andrew Tate zum Beispiel, der tut toxisch Metaframen und bei ihm hat das einen anderen Grund. Nicht, weil er sich sexuell nicht auslebt, sondern weil er nicht wirklich glücklich ist, weil er das Gefühl hat, er muss besonders männlich sein, um glücklich zu sein. Es ist eine Form von Trauma eigentlich. Aber es hat letztendlich immer mit Sexualhierarchie zu tun. Zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Er ist selber Muslime geworden und sein Bruder wollte das irgendwie nicht und ist Christ geblieben oder irgend sowas. Und er hat gesagt, wenn du nicht, und Tate sagt, wenn du nicht Muslime werden willst, dann musst du als Christ jetzt alle unsere Rechnungen von unseren Restaurantbesuchen bezahlen. Du übernimmst die komplette Rechnung. Und man merkt so richtig in der Dynamik, dass es ein Täter-Opfer-Prinzip ist. Sein Bruder ist das Opfer, schon jahrelang. Und und er müsste in die Selbstermächtigung. Er müsste erkennen, die Dynamik erkennen, sehen, was passiert und sich komplett selbstständig machen.
Aber Andrew Tate baut halt dieses Narrativ auf, die haben nur sich zwei, diese Brüder, die müssen unbedingt zusammen sein, die müssen alles zusammentun, die vertrauen sich. Das entstammt eben auch aus dem Trauma, eigentlich auch diesem Mangel an Urvertrauen. Eine der spirituellsten Dinge, die du machen kannst, ist, wenn du eine toxische Dynamik siehst, die existiert, dann gehst du, und dann, weil du keine Angst mehr hast als spirituell Erwachter, kannst du dich komplett von der Person entfernen und keine Angst mehr haben. Auf dich alleine gestellt zu sein, das ist Selbstermächtigung. Und das müsste eigentlich sein Bruder machen. Und das ist eben das Wichtige, dass aus diesen Täter-Opfer-Dynamiken des toxischen Metaframes und Narzissten und ja, dass man nur gut aussteigen kann, wenn du die Angst verlierst, in deine Selbstermächtigung zu gehen und alleine zu sein und auf dich alleine gestellt zu sein. Ansonsten hast du immer das Gefühl, das ist nämlich noch eine weitere Form von narzisstischer Beziehung oder toxischem Metaframe. Dass man akzeptiert es oft, weil man auf einer anderen Ebene was zurückbekommt. Zum Beispiel, du hast dein Herz bei jemand, aber die andere Person ist eigentlich ein Narzisst und macht mit dir Push and Pull, so, kritisiert dich, drückt dich runter, aber du akzeptierst das, weil du ja vom Herzen offen zu der Person bist. Oder zum Beispiel, was viele Frauen machen, die bekommen Geld von den Männern. Der Mann toxisch metaframed, der ist eigentlich ein Narzisst, aber sie bleiben bei ihm, weil sie den Profit des Geldes sozusagen nicht aufgeben wollen. Und so bleiben sie ihr ganzes Leben lang in dieser Täter-Opfer-Dynamik und akzeptieren das, weil ihr Wurzelchakra so schwach ist und ihr Solarplexus, dass sie sich nicht trauen, in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihre Selbstermächtigung. Und das heißt, dass der allererste Schritt ist das Auflösen dieser Angst. Das geht am besten durch Meditation, die Erkenntnis, dass man nicht der Körper ist und nicht die Angst. Und dadurch kann der zweite Schritt kommen, und das ist wirklich dieses physische Entfernen von dem toxischen Metaframer. Und ich bin mittlerweile so knallhart, dass ich mit toxischen Metaframern überhaupt nicht mehr diskutiere, rede oder physisch mich mit denen im gleichen Raum begegne oder sowas. Und im Internet gibt es ganz, ganz viele toxische Metaframer und ich antworte meistens gar nicht. Ich lerne immer mehr, überhaupt nicht zu antworten, weil das alles da draußen unzufriedene Menschen sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über YouTuber urteile, oder über sie rede, ich würde das gar nicht so urteilen nennen, weil urteilen ist für mich sowas Permanentes. Ich habe nichts Permanentes, dafür bin ich zu erwacht. Das heißt, heute sage ich das, morgen sage ich das und ich kann mir jederzeit meine Meinung ändern und ich werte die Leute nicht wirklich ab. Ich bespreche nur, was ich sehe oder fühle. Und ja, und das hat aber der Grund für mich, dass ich das mache, ist einfach, um Reichweite zu bekommen. Das ist das eine. Zum anderen aber auch, um ehrliche Gefühle aus meinen spirituellen Erkenntnissen zu sprechen. Und da finde ich das sehr einfach, das zu verbildlichen, an anderen, die sich für sehr spirituell halten. Und würde es aber niemals direkt machen. Also ich würde niemals zum Beispiel sagen, zu einer Birgit Fischer würde ich niemals direkt sagen, ich würde ihr vielleicht sagen, was du machst, ist nicht wirklich spirituell, weil, ja, und dann würde ich einen Fakt geben. Aber ich würde ihr niemals sagen, sowas wie, du wirst nie erwachen oder das, was du machst, ist nicht spirituell oder so, um sie runterzudrücken. Also das würde ich niemals machen, weil dafür bin ich auch zu zufrieden und gehe zu sehr meinem Libido und meiner Libido-Selbstermächtigung nach, wie ich das oft beschreibe. Und ich bin auch nicht da, um irgendjemanden zu verletzen in dem Sinne. Aber wenn Leute bei mir unter meinen Videos mir direkt schreiben, so Generalisierung machen und toxische Metaframes, dann wollen die, dass es mir schlecht geht. Ja, zum einen. Und zum zweiten,
Sind sie unzufrieden? Die meisten davon sind unzufrieden. Wer kommentiert schon irgendwas unter irgendwelchen YouTube-Videos? Außer das sind irgendwie, man ist irgendwie befreundet oder irgendwie sowas. Oder es ist was Positives oder es ist ein Aha-Moment, wo man sagt, ah, das hat mir jetzt echt geholfen. Oder kannst du mir bei dem und dem helfen? Aber wer postet schon negative Kommentare unter Videos? Also es können ja nur unzufriedene Menschen sein. Ja, wobei Negativität an sich muss nicht immer ein toxisches Metaframe sein. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt so ein bisschen wenigstens erklärt. Man müsste echt einen ganzen Vortrag darüber machen. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen fitter bin, mache ich das nochmal.